Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in den letzten beiden Folgen haben wir ja schon den Prolog zum westlichen Himmelsrand gespielt. Und heute geht es mit der Hauptstory dort los. Freundin, ich brauche eure Hilfe. Uns bleibt keine Zeit. Nehmt dies, verwahrt es sicher. Wartet, was gebt ihr mir da? Information. Der Eiskarp-Zirkel arbeitet im Westen. Wir brauchen nur mehr Beweise. Geht, sie kommen. Wer kommt? Jene, die euch angegriffen haben? Traut ihnen nicht. Nur Lyris. Sie ist. Wartet! Ihr da! Was hat euch dieser Flüchtling gesagt? Nichts, was ich dir sagen würde. Wer seid ihr? Noch eine Spionin? Was hat dieser Lügenbold aus dem Osten euch erzählt? Ich ging gerade meinen eigenen Angelegenheiten nach, als ich bemerkte, dass er verletzt war. Beihilfe zur Flucht ist im Jarltum Harfinger ein Verbrechen. Wenn ihr nicht erfahren wollt, was wir mit Verrätern und Spionen anstellen, so sagt mir, was er zu euch gesagt hat. Er starb, bevor er etwas sagen konnte. Glück für euch. Wenn er euch aufrührerische Lügen erzählt und ihr sie uns vorenthalten hättet, würdet ihr in echten Schwierigkeiten stecken. Ich verstehe. Steckt eure Nase nicht an Orte, wo sie nicht hingehört. Einsamkeit hält nichts von Aufwieglern oder Fremden. Und merkt euch meine Worte. Ihr wollt euch nicht mit der Wache des Großkönigs anlegen. Ihr könnt gehen. Denkt nur daran, dass ich euch im Auge behalte. Mach du mal. Also, er hat mir Papiere in die Hand gedrückt, die ich gerne lesen würde, aber nicht darf, weil wieder irgendwas oben drin hängt. Oben auf dem Stapel liegt ein Stück Papier, auf das mit zittriger Hand schnell ein paar Worte gekritzelt wurden. Brondold, die Wachen haben sich nach euch erkundigt. Sie versuchten, jeden einzuschüchtern, den sie finden konnten. Ich habe Angst. Ich habe euer Pferd im Wald versteckt. Ich warte im Schuppen bei der Scheune außerhalb der Stadt, aber nur noch einen Tag. Ein offiziell aussehendes Formular mit einem Kommentar. Zollerklärung. Ausgangshafen Schildwacht. Ankunftshafen Einsamkeit. Gelöschte Fracht. 3 Fässer Oasenwasser. 4 Kisten mit Skavinen Haushaltswaren. 5 Kisten mit Torstadt Töpferwaren. Eine Kiste mit Schildwacht Trinkflaschen. Habe beobachtet, wie ein Mitglied der Besatzung mehrere Kisten am Hafen markierte. Geheimfächer? Konnte keinen Blick hineinwerfen. Zwischen den Blättern befindet sich eine kleine, festgefaltete Notiz. Habe eine Überraschung für euch hinterlassen. Folgt den Anweisungen. Wo Steine stehen südlich der einsamen Docks im Schatten, den sie spenden. Wo die lebenden Bäume wachsen. So, und es sind offenbar 3 Stellen, die wir jetzt suchen müssen. Ich schau mal eben, das eine ist wahrscheinlich mehr da oben. Das sieht mir sehr nach Mühle aus hier. Naja, das dreht sich da auch immer wieder. Zurück! Ich mache es! Ich ersteche euch! Ich meine es ernst. Noch einen Schritt weiter und ich spieße euch auf wie einen Hörker. Ich bin nicht hier, um euch zu verletzen. Ich muss mit euch über Brondold sprechen. Ich kenne keinen Brondold. Das habe ich den Wachen gesagt und das sage ich euch. Ich will keinen Ärger. Wenn ihr mich zwingt, euch zu erstechen, steht euer Wort gegen das meine. Brondold ist tot. Er hat mir eine Handvoll Papiere und eine Menge Fragen hinterlassen. Tot? Bei Stuhns Gnade. Und ich bin als Nächste dran, oder? Ich verspreche, ich sage nichts. Ich mache keinen Ärger. Ich verschwinde. Ich mag es hier nicht mal. Ihr werdet mich nie wiedersehen. Ich habe Brondold nicht getötet. Verratet mir, worum es hier geht. Er hat mir nicht viel erzählt. Er meinte, er wäre üblen Leuten auf der Spur. Bat mich, auf jedes ungewöhnliche Kommen und Gehen zu achten. Er kam gelegentlich mit einem Süßkringel und ein paar Münzen für meinen Ärger vorbei. Er war einfach nett. Und habt ihr irgendetwas Ungewöhnliches gesehen? Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen. Es ging um die Männer, die nach Arbeitern suchten. Ein paar Wölfe im Schafspelz.
Sie versuchten nicht weiter aufzufallen, aber sie wirkten dennoch ein wenig zu grob. Das gleiche gilt für ihre Pferde. Geschorene Bergmähren. Die kommen aus dem Räg, würde ich wetten. Stellenangebote? Flugblätter. Sie haben sie im Gasthaus und in der Stadt ausgehängt. Irgendwas über lohnenswerte Gelegenheiten in den Druadachbergen. Ich habe nicht wirklich darauf geachtet. Ich war mehr an den Leuten interessiert, die sie verteilt haben. Was werdet ihr jetzt also tun? Brondolds Pferd nehmen und von hier verschwinden, ehe jemand weniger Freundliches auf der Suche nach mir hier ankommt. Brondold wollte mich mit nach Osten nehmen, wenn er hier fertig ist. Ich wollte dort leben, wo Fremde mit einem Lächeln statt mit einer düsteren Miene begrüßt werden. Windhelm soll so sein. Sind die Leute hier misstrauisch gegenüber Fremden? Wir sitzen hier zwischen dem Despoten von Markarth und dem Skaldenkönig im Osten. Beide schnüffeln herum wie Wölfe, die auf die Gelegenheit zum Sprung warten. Kein Tag vergeht hier ohne drohenden Krieg. Es laugt einen aus, so zu leben. Ihr meint, diese Kerle wollten verschleiern, woher sie kamen? Das wäre weise gewesen. Rägmannen und Nord treffen nur aufeinander, um sich gegenseitig umzubringen. Man hört immer zu, die Rägmannen wären Räuber und Barbaren, ohne Interesse an ehrlicher Arbeit oder an einer Schrift, was das angeht. Nicht gerade die Sorte, die Stellenangebote aushängt. Was glaubt ihr, was sie wirklich wollen? Wer weiß? Vielleicht brauchen sie tatsächlich Arbeiter. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass Rägmannen Nord anheuern würden. Das ergibt nicht allzu viel Sinn. Erzählt mir mehr vom Räg. Ein wildes Land voll wilder Leute, das im Südwesten von hier liegt. Es hat öfter zwischen Rägmannen und Nord gewechselt, als ich zählen kann. Doch derzeit sind es Erstere, die das Gebiet kontrollieren. Rägmannen durch die Straßen von Einsamkeit gehen zu sehen, macht mich nervös. Warum macht euch das nervös? Ihr würdet genauso empfinden, wenn ihr Geschichten über den Fall von Markarth gehört hättet. Was die Hexenleute ihren Gefangenen antun, da schneide ich mir lieber selbst die Kehle auf, als mich lebend von diesen Barbaren fangen zu lassen. Falls sie unser Jarltum überfallen, dann flieht ohne auch nur einen Blick zurück. So, das hört sich natürlich gar nicht gut an. Hier gibt es noch einen weiteren Hinweis. Der scheint aber auch was weiter weg zu sein. Die Frage ist, ist der eine Hinweis direkt hier vorne? Sieht mir so aus, als ob der irgendwo hier an den Docks ist. Ist das der Typ hier? Nee, Moment. Das ist auch der andere Hinweis. Ah, ich bin so doof. Okay. Der ist es. Markierte Kiste. Okay. Kühnes Aegis braucht eure Hilfe. Seeriesen und Vampire sind überall. Naja, kann ich nichts für, kann ich aber auch nichts gegen. So, das sieht so aus, als ob wir da aber auf die andere Seite rüber müssten. Nein, schwimmen wollte ich hier eigentlich noch nicht. Sondern erst da vorne. Aber okay. Wahrscheinlich da hinten, wo dieser... Ja, Steinkreis ist es nicht, aber wo diese Steine da sind. Mal schauen. Ich hoffe, dass wir da jetzt kein Grab oder so finden. So, ach, hier vorne. Ah, eine Tasche. Seine Tasche. Lyris, wenn ihr diese Zeilen lest, habe ich es nicht zu unserem Treffen am Blauen Palast geschafft. Wahrscheinlich bin ich entweder tot oder im Kerker. Aber ich habe es geschafft, euch eine Botschaft zukommen zu lassen. Ich habe keine stichfesten Beweise dafür, dass dieser Eiskapzirkel, den ihr jagt, sich im Jarlturm Harfingar befindet. Aber in der Hauptstadt Einsamkeit ist etwas faul. Ich weiß, dass ich auf der richtigen Fährte bin. Leider scheinen sie das ebenfalls zu wissen. Ich wünschte, ich hätte mehr Informationen für euch. Tut mir leid. Bringt, was ihr gefunden habt, zum König Gerhüld. Zu Königin Gerhüld. Sie ist besonnener als der Großkönig. Ohne ihren Einfluss werdet ihr wahrscheinlich nicht einmal zu Großkönig Svagrim durchgelassen. Brondold. Das Ganze war zwischen den Seiten versteckt. Und das Tagebuch selbst hat dann folgenden Inhalt. Dieser Auftrag wird eine größere Herausforderung als erwartet.
Die Einheimischen misstrauen Fremden. Kommt mir vor, als würden die Wachen mich nie aus den Augen lassen. Sogar in einer so großen Stadt wie Einsamkeit, sogar unter Nord, falle ich auf. Habe Kontakt mit den örtlichen Stallungen geknüpft. Junge Frauen namens Kovyn. Blauäugig, naiv. Habe ihr gesagt, sie soll nach ungewöhnlichen Reisenden Ausschau halten. Niemand sonst redet. Werde mir einen Tagesablauf zulegen, damit die Leute sich an mich gewöhnen. Irgendwann geht alles durch den einsamen Troll. Ich nehme an, das ist hier eine Kneipe. Der beste Ort in der Stadt, wenn man mit den Einheimischen reden und herausfinden möchte, was so passiert. Es gibt da diesen Ork, der da häufig ist. Sein Name ist Mauk. Er redet gern, solange man dafür sorgt, dass sein Krug voll ist. Wenn jemand vom Eiskapzirkel weiß, dann findet man ihn garantiert im einsamen Troll. Oh Gott, wie lang ist das bitte? jedwedes Vertrauen mit den Einheimischen aufgebaut. Also ich überschlage das jetzt ein bisschen, damit es nicht zu lange wird. Unauffällig, schlaues Mädchen. Also sie haben Zettel in der ganzen Stadt verteilt. Sie wollten Leute rekrutieren. Ein Rekrutierungsflugblatt wurde zwischen die Seiten gestopft. Arbeiter und Handwerker gesucht. Und dass man sich beim einsamen Troll melden soll. Gekritzelte Anmerkungen im unteren Teil des Flugblattes. Die Gesuchte findet man im ganzen Jahlturm. Diese Gesuche, nicht die Gesuchte. Offenbar weiß niemand, wozu diese Arbeit dienen soll oder wo sie gebraucht wird. Tagebuch geht weiter. Rotwardonische Schiffe im Hafen sind ihm aufgefallen. Er hat ziemlich viel Geld bezahlt. Aber Gregor, die er beim Glücksspiel in der Gasse fand, versorgte ihn mit einer guten Fährte. Rotwardonische Seeleute liefern Waren aus Schildwacht. Offiziell sind es Handelswaren. Ich sollte mir den Inhalt schnappen, aber ich wurde erwischt und das Ding rutschte mir aus der Hand, bevor ich es aus der Kiste holen konnte. Die Schläger, die mich verfolgten, konnte ich abhängen. Ich hoffe nur, dass sie mich nicht genau gesehen haben. So, und dann wichtig, ich sollte mich mit Lyris Titanenkind treffen, bevor sie im Blauen Palast eine Audienz mit Königin Gerhüld hat. Ich werde ihr erzählen, was ich herausgefunden habe, damit sie Großkönig Svagrim davon überzeugen kann, dass seine Domäne in Gefahr ist. Mehr als einen Verdacht habe ich jedoch nicht. Nichts Handfestes. Offenbar regiert die Großkönigin mit zarter Hand. Sie könnte das wohlgesonnene Ohr sein, das uns die Tür öffnet. Ja. Ich habe jetzt mal versucht, das ein bisschen abzukürzen, weil das doch sehr, sehr viel Text war. Sprecht mit Lyris Titanenkind. Das heißt, hier kürze ich jetzt auch noch eben ab, bis ich bei Lyris bin. Bis gleich. So, ich bin jetzt in Einsamkeit angekommen. Das ist dieses kleine Städtchen gewesen über dem Ort, wo wir eben waren. Und man kann ja auf der Karte gut dieses Zeichen hier erkennen. Wenn ich das Ausrufezeichen da drin wäre. Das ist der Antiquarenzirkel. Wenn ihr hier vorbeikommt, könnt ihr da auf jeden Fall mal einen Besuch abstatten, weil dadurch könnt ihr nämlich Sachen ausgraben, also Antiquitäten finden und suchen. Und da steht Lyris auch schon. Sehr schön. Jorun hatte nicht erwähnt, dass er euch nach Einsamkeit schickt. Nicht, dass ich mich darüber beschweren würde, euch dabei zu haben. Eine zusätzliche Klinge ist immer willkommen. Sobald Brondolf auftaucht, können wir die Dinge in Angriff nehmen. Brondolf kommt nicht. Er ist tot. Er ist was? Verdammt! Königin Gerhüld wird jeden Augenblick hier sein. Hört mal, Ihre Hoheit erwartet, mit mir und meinem Kontakt zu sprechen. Ihr müsst so tun, als wärt ihr dieser Kontakt. Sonst könnte das hier nicht gut gehen. Was hat das alles zu bedeuten? Wir können die intimeren Einzelheiten unseres Lebens später austauschen. Im Augenblick muss ich erst einmal wissen, dass Himmelsrand, vielleicht sogar ganz Tamriel, sicher ist, je nachdem, wie das Treffen verläuft. Also folgt meinem Beispiel und zeigt bei Ihrer Hoheit euer bestes Benehmen. Wobei soll ich eurem Beispiel folgen? Lyris Titanenkind, euer Ruf ist euch sogar hierher in den Westen vorausgeeilt. Ist das eine eurer berühmten Gefährtinnen? Nein, aber ich versichere euch, dass meine Partnerin eine der besten Kriegerinnen des Galdenkönigs ist. Stellt euch vor, Partnerin. Hi, ich bin die Gameplayerin. Ich bin Gerhild,
die Königin von Himmelsrand. Erlaubt mir, euch im Namen unseres Königreichs, unserer Stadt und unseres Jarltums willkommen zu heißen. Wer mögt ihr sein? Gameplayerin, Eure Majestät. Im Brief, der eurer Ankunft voranging, stand, man hätte einen Anschlag auf das Leben des Galgenkönigs verübt. Dies deutet darauf hin, dass Großkönig Svagrim der Nächste sein könnte. Mein Gatte nahm dies als Schuldzuweisung und Drohung auf. Er wird euch nicht treffen, doch ich werde euch zuhören. Ich habe einige besorgniserregende Dinge erlebt, seitdem ich hier angekommen bin, Euer Majestät. Habt ihr etwas, was meinen Gatten umstimmen könnte? Es wird sehr handfeste Beweise brauchen, um Großkönig Svagrim davon zu überzeugen, auf die verhassten Worte von Jorun, dem Skaldenkönig, zu hören. Es gibt Hinweise darauf, dass Raikmannen in Einsamkeit aktiv sind. Übergriffe der Raikmannen werden nicht reichen, damit Svagrim Hilfe von außen annimmt. Er hat großen Stolz. Und es gibt viel böses Blut zwischen ihm und Jorun. Ich werde mich für euch einsetzen. Doch ihr und Lyris werdet mir Beweise bringen müssen, die er nicht ignorieren kann. Wir werden diese Beweise finden, Eure Majestät. Hab Dank, dass ihr mich auf diese Lage aufmerksam gemacht habt. Ich bin gespannt, was ihr sonst noch herausfindet. Ich werde tun, was ich kann, aber seid so diskret wie möglich. Falls ihr mit meinem Gatten aneinander geratet, wird er nicht zögern, euch zurück zu Jorun zu schicken. Und nicht zwingend in einem Stück. Warum gibt es böses Blut zwischen Großkönig Svagrim und Jorun, den Skaldenkönig? Es gibt Spannungen zwischen dem östlichen und westlichen Himmelsrand, seit das Königreich geteilt wurde. Joruns Streben nach dem Rubinthron hat allerdings für ein ganz neues Ausmaß an Argwohn gesorgt. Wenn Allianzen gebildet und Eroberungsarmeen aufgestellt werden, wird wohl jeder vorsichtig, oder? Svagrim meint, dass Jorun sein Königreich übernehmen will? Ehrlich gesagt, ja. Er glaubt, dass Jorun nur deshalb noch nicht mit einer Armee hierher marschiert ist, weil die westlichen Jarltümer geeint gegen eine Herrschaft durch den Pakt sind. Mein Gatte ist sich sicher, dass Jorun plant, diese Bande zu zersetzen. Es wird nicht leicht für euch, das Vertrauen des Großkönigs zu gewinnen. Was für Beweise würde denn Großkönig Svagrim dazu bringen, zuzuhören? Ihr müsst meinen Gatten davon überzeugen, dass es eine größere Bedrohung als Jorun gibt. Und dass sich diese Bedrohung außerdem unmittelbar gegen den Großkönig richtet. Findet Beweise dafür und ich werde euch helfen, so gut ich kann. Wenn ihr dabei helft, dass unsere Jarltümer sicher bleiben, wird das seine Sorgen gewiss auch zerstreuen. Was wir bisher gefunden haben, reicht noch nicht aus? Es reicht aus, damit ich euch glaube, dass ihr ehrliche Absichten habt. Erfahrt mehr über die erwähnten verdächtigen Aktivitäten. Dann kommt mit diesem Wissen zu mir. Wenn diese Bedrohung so gefährlich ist, wie Jorun behauptet, dann beweist es und ich sorge dafür, dass mein Gatte euch zuhört. Ein Soldat hat mich beschuldigt, eine Spionin zu sein. Ist euer Volk immer so misstrauisch? Ich bitte vielmals um Verzeihung. Wegen des Raik im Süden und des Ebenherzpakts im Osten haben unsere Soldaten angefangen, alle Außenseiter als mögliche Bedrohung zu sehen. Ich werde dem nachgehen. Wachsamkeit soll nicht zu Feindlichkeit ausarten. Naja, sie guckt sehr böse, aber sie redet auf jeden Fall sehr weise. Ihr habt euch besser geschlagen, als ich das erwartet hätte. Was ist denn Brondolt nun in Maras Namen zugestoßen? Er war auf der Flucht vor Verfolgern und gab mir einen Bündel, bevor er starb. Verdammt! Zum Glück habe ich euch gefunden. Brondolt sollte vor meiner Ankunft die Gegend erkunden. Ohne sein Wissen könnte meine Aufgabe von Jorun, dem Skaldenkönig, gescheitert sein, bevor sie richtig angefangen hat. Was hat er euch gegeben? Händigt es mir aus! Ich will zwar nichts sagen, aber ich habe sie eigentlich gefunden. Hier ist alles, was ich gefunden habe. Schmuggler und Raikmannen, die zwielichtige Geschäfte betreiben. Erst einmal nichts Ungewöhnliches, doch Brondolt meinte, es könnte eine Verbindung zum Zirkel geben. Mir fehlt ein guter Ermittler und ihr habt die Rolle ohne Zögern übernommen. Kann ich auf eure Hilfe dabei zählen? Was soll ich tun? Brondolt erwähnte einige Einheimische, mit denen wir uns unterhalten sollten. Eine Plaudertasche namens Gregor, die gern in schummrigen Gassen dem Glücksspiel frönt, und ein Ork namens Mauk, der das Gasthaus zum einsamen Troll frequentiert. Finden wir heraus, was sie uns erzählen können. Ich wäre dabei nicht so nervös, Lyris, wenn du deine Axt mal von mir wegnehmen würdest. Könnt ihr erklären, worum es hier geht?
Nach dem Angriff des Eiskap-Zirkels auf den Skaldenkönig haben wir festgestellt, dass er auch Pläne für das westliche Himmelsrand hat. Joruns Warnung wurde ignoriert. Deshalb entsandte er Brondolt, um einen Überblick zu bekommen und mich, um Svagrim zu überzeugen. Ihr seht ja, wie gut es darum steht. Svagrim scheint Jorun eindeutig zu hassen. Doch warum will der Skaldenkönig ihnen dann unbedingt helfen? Offen gestanden mögen sie einander ganz und gar nicht. Doch König Jorun will auch nicht, dass der Zirkel das westliche Himmelsrand stürzt. Das wäre schlecht für West wie Ost. Außerdem hofft Jorun auf eine Gelegenheit, die Beziehungen zu verbessern. Woher wissen wir, dass es eine Verbindung zwischen den Schmugglern und den Reikmannen gibt? Wissen wir nicht. Doch das ist alles, was wir haben. Selbst wenn es keine Verbindung zum Eiskap-Zirkel gibt, wird es uns Svagrims guten Willen einbringen, einige seiner Probleme zu beseitigen. Jetzt überprüfen wir die Hinterhöfe und das Gasthaus zum einsamen Troll. Okay, machen wir. Das heißt, wir müssen einmal wieder raus. Ich war gerade am Überlegen, wo denn eigentlich die Scherbe ist, aber ich glaube, das da kommt man von außen ran. Ist ein Mahnmal an den Geist des Westens. Steinern und freudlos. Vielleicht sorgt der neue Turm für etwas mehr Leben. Oh, das ist, glaube ich, auch eine ganz tolle Quest mit der verdächtigen Flasche. Hallo? Hey, nicht auf die Würfel treten! Gibt es einen Grund, weshalb ihr unser Spiel unterbrecht, Hockerfresse? Brondolt sagt, ihr würdet vielleicht etwas über die Schmugglerware aus Schildwacht wissen. Ich kenne keinen Brondolt. Euch kenne ich auch nicht. Jedenfalls habe ich euch nichts zu sagen. Verschwindet. Ich habe eine Glückssträhne. Brondolt ist wegen dieser Kisten gestorben. Auf euch haben sie es sicher auch abgesehen. Gestorben? Das ist mal neu. Nichts, was Kasala für gewöhnlich durch den Hafen verschiebt, ist es wert, irgendjemanden dafür umzubringen. Ihr habt das nicht von mir gehört, doch sie ist es, die diese Lieferungen organisiert. Ihr Lager ist unten am Anleger. Wenn ihr mehr wissen wollt, solltet ihr sie fragen. Ich werde mit Kasala sprechen. Danke. So. Ja, und dann hier auch natürlich nochmal der Hinweis, wir werden alle Nebenquests nach und nach noch durchgehen. Jetzt muss ich mal schauen, da müssen wir rein. Aber halt nicht während der Hauptstory. Ihr müsst Mark sein. Ich habe Fragen. Fragen? Ha, gerne doch. Gebt ein paar Runden aus und wir plaudern. Ihr werdet mir antworten, Ork. Sonst... Hey! Niemand schüchtert meine Freunde ein. Prinzessin Svana. Wer hat euch das Recht gegeben, hier hereinzuspazieren und meinen Freund zu drangsalieren? Hat mein Vater euch geschickt? Warum sollte euer Vater jemanden schicken, um Mauk einzuschüchtern? Weil er Mauk nicht mag. Aber ich mag Mauk. Mauk interessiert es nicht, dass ich eine Prinzessin bin. Und es spielt keine Rolle für mich, dass Mauk ein Halunke ist. Falls mein Vater euch nicht geschickt hat, warum bedroht ihr dann meinen Freund? Wir wollten fragen, ob er die Leute gesehen hat, die diese Stellenangebote aufgehängt haben. Stinkige Bastarde. Geizig noch dazu. Wollten uns nicht mal einen ausgeben. Sie hängten ihre Flugblätter auf und gingen wieder, ohne ein Wort zu sagen. Dann tauchte ein anderer stinkiger Orke auf, um die Arbeiter anzuwerben. Der war aber wenigstens höflich. Ist euch sonst noch etwas an ihm aufgefallen? Seine Hosen haben gut gepasst. Und er war gut aussehend. Kein Ort. Bretone vielleicht. Ich habe nicht wirklich zugehört, was er gesagt hat. Ein halbes Dutzend Arbeiter ist mit ihm gegangen. In die Druadachberge oder so. Seitdem war er nicht wieder hier. Vielen Dank, Eure Hoheit. Reden wir draußen, Partnerin. Okay, willst du erst die Tür einschlagen, Lyris? Wir haben also einen geheimnisvollen Bretonen, der womöglich mit den Reckmannen zusammenarbeitet und Arbeiter für einen unbekannten Zweck rekrutiert. Darüber hinaus gibt es eine unbekannte Schmugglerin, die ihr Schmuggelgut in einem Lagerhaus unten am Anleger versteckt. Ich denke, wir sollten uns zuerst um die Schmugglerin kümmern. Warum die Schmugglerin? Wir wissen, wo wir sie finden und wir wissen auch in etwa, was sie vorhat.
Und wenn es eine Verbindung zwischen den beiden gibt, könnte die Schmugglerin helfen, die Suche nach den Bretonen einzugrenzen. Seid ihr bereit, Kassalas Lagerhaus zu besuchen? Ich bin bereit, zu Kassalas Lagerhaus zu gehen. Ich dachte, du bringst mich jetzt dahin, Lyris, wenn du schon so fragst. Dann halt nicht, dann müssen wir wieder alles zu Fuß machen. Vielen Dank für nichts. Tja. So, vom Wasser aus kamen wir ja eben. Mal eben schauen, ist das jetzt hier... Tja. Ist eigentlich nicht so wirklich der Weg, aber da können wir auch zurück. Tja. Darum... Wenn ich jetzt mal vom Pferd runtergehen würde. Habe ich keine Lust, wieder im Wasser zu landen. Das scheint hier... Das ist Kassalas Lagerhaus. Nur eine Wache. Versuchen wir, kein Aufsehen zu erregen. Redet doch nicht alle durcheinander. Kein Zutritt für Außenstehende. Schwirrt ab. Moment, eine Halbriesin? Ist das... Lyris Titanenkind? Ihr kennt Lyris? Blut und Klinge, jeder kennt Lyris Titanenkind. Was für eine Frau. Sie ist noch größer, als ich gedacht hätte. Kein Wunder, dass sie Schwertmeister Sai Sahan ein Unentschieden abringen konnte. Halt, ist ihr auch hier? Nein, nur wir. Wir müssen zu Kassala. Bis Kassala zurückkehrt, kann ich der schönen Lyris auch an ihrer Stelle Gesellschaft leisten? Vielleicht könnten wir drinnen warten? Leider erlaubt Kassala keine Besucher, wenn sie nicht hier ist, um sich um deren Anliegen zu kümmern. Doch wir können hier draußen warten. Meint ihr, dass Lyris meine Erbscheide signiert? Das würde meinem Sohn so viel bedeuten, wenn ich einen hätte... Wisst ihr, ob Lyris verlobt ist? Ich bin mir nicht sicher, doch wenn ihr eure Scheide holt, signiert sie sie sicher gern. Oh, vielen Dank, habt vielen Dank. Ihr wisst nicht, wie viel mir das bedeutet. Ja, ich weiß nicht, was ihr ihm gesagt habt, aber das ist unsere Gelegenheit. Versucht, das Schloss zu knacken. Hinweise, Lyris kann defekte Dietriche ersetzen? Oh, nicht schlecht. Gute Arbeit bei der Wache. Ihr wurdet ihn los und ich musste nicht mal Hand anlegen. Versucht, das Schloss zu knacken, während ich Wache halte. Ja klar, kein Thema. Ist wieder so ein schönes, schnelles Schloss, wo man nur R drücken muss. Seht in die markierten Kisten, ich behalte die Tür im Auge. Ich wusste, dass der in unseren Lieferungen herumgeschnüffelt hat, wiederkommt. Mit Verstärkung, wie ich sehe. Finden wir heraus, wer stärker ist. Nicht nötig. Ich will nur wissen, wer sich in meine Angelegenheiten einmischt. Okay. Ich hatte da schon so ein Gefühl, dass hier nicht nur eine opportunistische Diebin versucht, meine Fracht zu rauben. Worauf habt ihr es abgesehen? Beweise für eine Intrige gegen den Großkönig. Könnt ihr erklären, was in diesen Kisten ist? Eine Intrige gegen den Großkönig? Bei der Antiquitäten in Hammerfall geplündert werden? Absurd. Ich helfe nur bei einer Transaktion zwischen Schatzjägern und einem reichen Sammler. Und? Wen muss ich jetzt bestechen? Euch oder den Großkönig? Was ist mit diesen Reichfetischisten? Gebt mir das! Stammeskunst, von wegen! Ich habe diesem Sohn eines Skevers schon gesagt, dass ich nicht mit arkanen Waren handle. Insbesondere nicht mit solchen aus dem Reck. Solche Geschäfte bringen einem immer nur Ärger. Da liegt doch kein Fluch darauf, oder? Wer hat euch angeheuert, das zu schmuggeln? Kein Name, nur Anweisungen und Gold. Lieferungen kommen rein, ich sorge dafür, dass niemand allzu genau hinsieht und warte auf die Abholung. Ich sehe nie das gleiche Gesicht zweimal. Letztes Mal war es ein Bretone mit schönen Worten und ein paar Nordarbeitern im Schlepptau. Wenn ihr mehr wollt, brauche ich Sicherheiten. Ich bin sicher, wir können uns einigen. Sie bringen die Fracht zu einer verlassenen Hütte in den Gebirgsausläufern nördlich von Einsamkeit. Ich habe sie ab und zu schon selbst benutzt, wenn die Stadtwache besonders gründlich war. Ihr wollt sie euch schnappen? Dann fangt dort an.
Wenn das alles ist, sind wir weg. Dafür riskiere ich nicht meinen Kopf. Könnt ihr mir sonst noch etwas über den Bretonen und die Arbeiter sagen? Der Bretone war ansehnlich, sogar gut aussehend. Er dachte, er könnte mir weitere Lieferungen abschwatzen. Da ich nun weiß, worum es da geht, ist es den Ärger nicht wert. Die Nord waren Ortsansässige, Lohnarbeiter aus dem einsamen Troll. Ihr überprüft nie eure Ladung? Ich werde nicht bezahlt, um zu viele Fragen zu stellen. Dieser Handel war durchaus lukrativ. Ich habe ihnen vertraut, doch sie scheinen meine natürliche Gier ausgenutzt zu haben. Das wird nicht wieder vorkommen. So. Rondolt hatte gute Instinkte. Wir sind da auf jeden Fall etwas auf der Spur. Unser geheimer Käufer heuert Einheimische an, um diese Urnen und die Reg-Fetische aus der Stadt zu befördern. Aber zu welchem Zweck? Eine Art Ritual vielleicht? Ohne Zweifel. Beim Angriff des Zirkels auf Jorun gab es ein Ritual. Warum aber Leute vor Ort anheuern? Das wirkt wie ein unnötiges Risiko auf mich. Und welche Rolle spielt der Bretone dabei? Ich schätze, der Einsatz verschiedener Leute zieht weniger Aufmerksamkeit auf sich. Doch irgendetwas fühlt sich da nicht richtig an. Sollten wir diese verlassene Hütte überprüfen? Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Geht dorthin, während ich mich aus der anderen Richtung nähere, falls sie schon unterwegs sind. Aber seid mir bloß vorsichtig. Ich würde lieber nicht noch eine Partnerin verlieren, bevor wir überhaupt herausfinden, wogegen wir uns stellen müssen. Ich treffe euch an der Hütte. Richtet eurer Wache Grüße aus und sagt ihm, ich schulde ihm ein Autogramm. Oh, er wird mehr als ein Autogramm kriegen, wenn ich ihn wiedersehe. Das ist doch nett. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben nämlich keine Markierung, wo es eigentlich hingeht. Also müssen wir nochmal... Ah ja, jetzt. Und zwar müssen wir hier den Berg hoch und da ist dann die verlassene Hütte. Dann würde ich sagen, ich reite jetzt mal dahin und wir sehen uns gleich dort wieder. So, irgendwo hier über mir. Oder hier hinter. Da ist die einsame Hütte. Hallo, geht's noch? Eine Nachzüglerin. Ich habe schon mehr als genug. Also labe ich. Du hättest auch gerne mehr sagen können. Okay. Viel ist hier nicht drin. Pentage Zarus. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, mein bretonischer Bruder. Wir können mit dem Ritual beginnen. Schick die aktuelle Ladung zum Tempel von Kilgrief. Schwester Ambrit wird sich darum kümmern. Ihr macht eure Sache gut. Wartet auf meinen nächsten Befehl. Er. Okay. Wir sollen Lyris suchen. Wieso kann ich nicht reiten? Na jetzt. Die sollte sogar irgendwo hier stehen. Lyris, bist hier du drüben, das hier? Partnerin. Alles, was ich gefunden habe, waren diese Regmannen, die auf dem Pass herumschlichen. Sie wollten lieber sterben, als zu sprechen, also leistete ich ihrem Wunsch Folge. Sie sehen nicht so aus, als kämen sie aus Eiskap, aber sie tragen die Medaillons des Zirkels. Und, habt ihr die Hütte gefunden? Die Hütte war leer, doch ich habe einen Brief für den Bretonen gefunden. Befehle, dass er die Lieferung nach Kilgrief schicken soll. Kilkreat? Der Tempel von Meridia? Wieso sollte der Eiskap-Zirkel einen örtlichen dädrischen Kult angreifen? Kilgrief, okay. Dem Brief zufolge sind sie bereit, das Ritual zu beginnen, sobald sie die Lieferung erhalten. Verdammt, uns läuft die Zeit davon. Ich werde zurück nach Einsamkeit reisen und versuchen, Großkönig Svargrim zu warnen. Ihr reist zum Tempel von Kilgrief und alarmiert die Priester von Meridia. Ich treffe euch dort, sobald ich kann. Die Priester warnen? Sollte ich nicht versuchen, das Ritual aufzuhalten? Ihr würdet euch dem Zirkel allein stellen müssen. Warnt die Priester. Wenn es eine Gelegenheit gibt, das Ritual sicher aufzuhalten oder zu verzögern, so tut das natürlich. Geht nur kein unnötiges Risiko ein. Ich will nicht noch eine Partnerin verlieren. Viel Glück.
Wir treffen uns am Tempel von Kilkriat, sobald ihr den Großkönig gewarnt habt. Ja, dann würde ich allerdings sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest mit dem Tempel dann in der nächsten Folge sehen werden. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.